Also, aufgepasst. Es ist so, wenn ihr auf Einstellungen geht und dann wiederum auf Bildschirmanzeige, kommt ja die OSD-Anpassung. OSD steht für On-Screen Display. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr eure Sachen ja hier verstellen, wie ihr haben wollt, ne? Also nach unten, nach oben, nach links, nach rechts. Okay, das weiß ja quasi jeder. Aber wusstet ihr eigentlich schon Folgendes? Oder jetzt stellt ihr sicherlich die Frage, Mike, wie hast du die Position und die Runde eigentlich so perfekt hinbekommen? Die sind ja quasi gleich. Passt auf. Und zwar, wenn ihr nämlich dann, ja, wenn ihr nämlich auf den, upsie, wenn ihr nämlich auf den nächsten geht, guck mal hier, ihr müsst nur, ich zeige euch das mal, ihr könnt den genauso hinhaben. Ihr müsst den, ihr dürft nicht das hier, das Steuerkreuz drücken. Ne? Ihr müsst den Joystick nehmen. Ihr könnt den wirklich genauso haben, genauso einstellen. Wirklich, aber auf den Millimeter genau. Ich weiß nicht genau, ob ihr das schon wusstet, aber so könnt ihr euer HUD genauso einstellen, wie ihr es haben wollt. Wer von euch wusste das? Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Rat helfen.